Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Factorio Town, einem kleinen Spiel, in dem wir auf einer Map sind und uns eine Stadt aufbauen müssen. Mit kleinen Arbeitern. Und das Ganze funktioniert so, soweit ich das verstanden habe. Ich kann den Arbeiter hinschicken, sagen, hey du da, bau ab und bring das zurück zu unserer Basis. Und dann geht er zum Baum. Ja, kleiner, feiner Mann. Baut das ab und bringt das Holz zurück in unsere Basis. Und damit müssen wir ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sachen schaffen. Erstmal werden wir damit anfangen, dass alle hier Holz fällen müssen. Los, meine kleinen Arbeiter da. Geht alle Holz fällen. Und wenn wir genügend Holz in unserer Basis haben, wir sehen all unsere Ressourcen hier oben. Wir sehen gerade, wir haben 18 Holz. Wir haben 4 von 4 Arbeitern. Mehr können wir auch nie erschaffen, weil wir nicht genügend Häuser haben. Guck, ich kann den hier nicht platzieren. Ich kann ihn normalerweise erschaffen. Und deswegen brauchen wir ein weiteres Wohnhaus. Aber wie drehe ich? Ah, und ich kann das hier drehen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einfach so ein nettes kleines Wohnhaus direkt an unserer Basis. Und dadurch hat sich jetzt unser Bevölkerungslimit auf 6 erhöht. Heißt, ich kann hier 1, 2 Bewohner kaufen für jeweils Geld. Die kosten jeweils 5 Geld und ich habe derzeit 10 Geld. Also, jetzt müssen wir nur noch lernen, wie man Geld verdient. Ah, wir haben hier ein Baumenü und wir sehen, wir können Lebensmittel herstellen. Dafür Lebensmittelmarkt herstellen. Dafür brauchen wir 5 Steine. Bedeutet, meine 2 Arbeiter machen auch gar nichts. Bedeutet, ihr geht jetzt erstmal Steine sammeln. Ja, nice. Wir können auch, wir sehen oben links, 4 Gebäude bauen. Für das Wohnhaus brauchen wir nur 15 Gold, deswegen würde ich sagen, machen wir das doch auch direkt. Bauen wir hier noch ein zweites Gebäude hin. So ein bisschen Gehweg, hat auch noch nie jemanden geschadet. Ich frage mich gerade, seid ihr auf den Wegen schneller, wenn ich euch hier einen Weg hin mache? Oh ja, die gehen richtig ab. Ihr macht das super. Und Holz haben wir auch richtig viel, wisst ihr was? Dann gehen wir gleich direkt richtig ab, indem wir so viel bauen, wie geht. Wir machen einfach hier 4 Häuser hin, damit sind wir am Gebäudelimit. Und ich nehme an, wenn wir unsere Basis irgendwann upgraden können. Ah, hier unten rechts Verbesserung. 20 Münzen, 5 Holz, 5 Steine. Sobald wir 20 Münzen haben, können wir den upgraden und dafür bekommen wir dann neue Sachen. Dann können wir bestimmt auch mehr Häuser bauen. Ja, ihr habt das super gemacht, Leute. Ihr habt das super gemacht. Dafür bekommt ihr jetzt einen Lebensmittelmarkt. Dann könnt ihr euch Lebensmittel kaufen. Wie cool ist denn das? Ah, okay. Der Lebensmittelmarkt hat auf jeden Fall eine Reichweite. Ich überlege gerade, wohin ich ihn mache. Weil wenn ich hier nach oben einen Weg baue, dann dürfte doch eigentlich theoretisch, ich nehme mal an, in einem Lebensmittelmarkt werde ich Lebensmittel verkaufen, ist gerade meine Kombinationsfähigkeit. Zack, nehme das Weizenfeld und wenn ich mir jetzt 2 neue Arbeiter kaufe, weil ich es kann, mit meinen letzten 2 Münzen, dann kann ich die Arbeiter das Getreide sammeln lassen. Oh! Und jetzt sammeln die Getreide und bringen das in den Markt. Ah! Und über den Markt verdiene ich Geld, weil die Leute müssen sich das kaufen. Muss ich den Leuten nicht Geld geben, damit sie sich das kaufen? Ich meine, die arbeiten ja irgendwie gerade umsonst für mich, oder? Wir sind eine große Gemeinschaft und das Geld entsteht einfach. Guck mal, wie fleißig die Augen von denen, wie fleißig die sind. Ihr macht das super, ihr macht das super. Wir müssen auch später unbedingt irgendwo hier eine Brücke rüberbauen. Ich sehe nämlich, hier können wir Kräuter sammeln und Kräuter sind bestimmt richtig viel wert. Und hier können wir Eisenerz abbauen. Na gut, das sind unsere Ressourcen der Zeit. Baum, Stein, Weizen und Eisenbeter. Ah, guck mal. Und so ein Getreidegegen gibt 27 Weizen. Das sehen wir oben rechts, wie viele Ressourcen noch da drin sind. Und wenn es so weitergeht, den kleinen Wald hier habe ich ja bald einfach komplett schon weggeholzt. Was zur Hölle? Oh, oh. Nein, stopp! Um die Basis zu verbessern, brauche ich Bretter. Ah, ich brauche gar kein Holz, ich brauche Bretter und Bretter bekomme ich im Sägewerk. Nehme mal an, ein Sägewerk wird wahrscheinlich Bäume brauchen, ist meine Vermutung. Aber ich muss wahrscheinlich die Bretter dann auch ins Lager transportieren, heißt, ich mache das, glaube ich, einfach hier hin. Dann, genau, das habe ich im Trailer gesehen, wir kriegen nämlich Rutschen. Und mit den Rutschen können wir das dann irgendwie besser transportieren. Okay, das wird super. Erstmal holen wir uns nochmal 2 Arbeiter und die werden jetzt nichts anderes machen in ihrem Leben, außer... Holz aus dem Wald, ja, da reinzubringen. Ihr macht das, Leute. Super macht ihr das. Ach genau, und dann muss ich hier ein Rezept auswählen und ich sage Bretter. Ich kann später anscheinend auch Papier erstellen. Aber dafür brauche ich noch Wasser. Okay, und 4 Sekunden. Okay, ich brauche 2 Holz dafür und 3 Sekunden Zeit. Die habe ich doch, oder? Und dann stelle ich da drin Bretter her. Ach, meine Arbeiter. Meine Arbeiter sind so gut. Und jetzt muss ich diese Bretter, soweit ich es verstanden habe, ja, ich muss sie nur noch rausholen.
und jetzt in die Basisstation bringen. Jetzt habe ich quasi einen Typ, der davor einfach nur da rumstand und nichts gemacht hat, dessen einzige Existenzgrundlage ist. Das ist ja richtig cool, wenn man es anklickt, dass man das Ganze sieht, ist, dass er jetzt hin und her rennt und die Bretter wegbringt. Und aus den Brettern kann ich jetzt auch, genau, kann ich Rutschen machen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich die Rutsche hier platzieren. Oder auch nicht. Warte, geh mal aus dem Weg. Geh mal aus dem Weg. Ich will deine Rutsche hinmachen. Hier, ich mache deine Rutsche hin. Und jetzt sage ich dem Arbeiter, dass er das Holz direkt... Ah, da war es doch. Zack. In die Rutsche. Ja. Hä? Hallo? Oh Gott, was macht denn da? Okay, ja, naja. Du darfst das machen, wie du willst. Du bist der Holzexperte, leg dein Holz in die Rutsche und jetzt rutscht es einfach direkt dort rein und dadurch kommt es viel schneller in die Hütte und wir produzieren viel, viel schneller Bretter. Genau, und jetzt können wir unser Haupthaus verbessern und bekommen dafür neue Gebäude. 4 neue Häuser, die wir platzieren können. Also das Häusermaximum wurde erhöht. Eine Kornmühle und eine Werkstatt. Ach, dann können wir Mehl haben. Oh. Endlich haben wir eine Kornmühle. Ja, die kann ich einfach hier platzieren. Hier müssen wir dann auch wieder ein Rezept einstellen. Mehl. Oh, Tierfutter. Ich habe keine Tiere, deswegen produzieren wir Mehl. Und für Mehl bekommen wir dann wahrscheinlich auch viel mehr Geld im Laden. Das heißt, du erntest Getreide und bringst das da rein. Ja, super, super gemacht. Und du nimmst Mehl und bringst das hier rein. Ja, jetzt produziere ich Mehl. Und das Mehl wird jetzt in den Shop gebracht. Die Frage ist, nur bringt Mehl mehr? Hä? Nee, das muss doch mehr bringen. Ach nein, das Mehl wurde noch nicht verkauft. Gerade wird noch das Weizen, was auf Lager ist, verkauft. Und Mehl bringt 4 Stück. Heißt, falls Mehl verkauft wird, das hat irgendwie einen anderen Rang. Ich hoffe, meine Einwohner können sich das leisten. Dann bringt das ultra viel Geld. Aber jetzt gibt es nur noch Mehl. Ach komm schon, bitte kauft das Mehl! Eiermehl! Viel Geld, oh Gott sei Dank. Das andere Ding, was wir noch bekommen haben, war eine Werkstatt. Ich habe keine Ahnung, was eine Werkstatt kann, aber wir können auf jeden Fall erstmal nochmal neue Wohnhäuser bauen. Zack. Damit wir mehr Leute hier ansiedeln können, auch wenn es langsam knapp wird. Wohnt hier halt einer noch neben der Holzfabrik. Sägewerk. Ich weiß auch nicht, wie das möglich ist, dass ich immer schlechter sprechen kann. No, wir brauchen auf jeden Fall Holzräder, um die nächste Stufe zu erreichen. Bedeutet, ich muss die wahrscheinlich in einer Werkstatt bauen. Und die Werkstatt baue ich dann auch direkt hier vorne hin am Lager. Und dadurch habe ich einen Wagen freigeschaltet. Damit kann ich wahrscheinlich viel besser, ohne Menschen zu verbrauchen, Waren hin und her transportieren. Schneller Transport von Gegenständen über den Landweg. Kann aber keine Ressourcen abbauen. Muss es auch nicht, muss nur transportieren. Na, no, dann wirst du nämlich Holzräder herstellen. Vor allem hier, das Erbauen von diesen Gebäuden verbraucht auch immer ein Mensch. Heißt, ich sehe den Menschen nicht, aber da drinnen lebt ein Mensch, der ganze Zeit nur diese eine Sache macht. So, und der Arbeiter hier, der gerade alles ins Lager trägt, vom Sägewerk aus, wird jetzt alles stattdessen in die Werkstatt tragen. Und dann werden da drin dadurch Holzräder hergestellt. Das wird richtig gut. Achso, und ich muss ja auch jemanden herstellen, der die Holzräder ins Lager trägt, weil... Denn die Leute, die das nur hin und her tragen müssen, vor allem nur eine Sache. Kann ich denen irgendwie mehr Aufgaben gucken? Schaut euch an, was für leere Augen er hat. Sie haben alle leere Augen. Ich habe so eine seelenlose Arbeiterarmee. Holen wir uns einfach die nächste Upgrade-Stufe. Neue Häuser. Schule! Ich habe eine Schule freigeschaltet und einen Gemischtwarenladen. Die Sache ist, ich habe hier oben ja verschiedene Münzen. Und ich weiß nicht, woher ich die bekomme. Vielleicht bekomme ich von verschiedenen Shops verschiedene Sachen. Okay, ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal eine Schule freigeschaltet. Und wenn ich das richtig gesehen habe, zusätzlich noch, kann ich jetzt, glaube ich, ja, ein zweites Sägewerk bauen. Oh, ich glaube, das war nicht ganz so klug. Ja, ich weiß nicht. Hier, du platzierst es erstmal da rein, indem ich Papier herstellen kann. Ja, weil ich es am Wasser platziert habe, kann ich da jetzt Papier herstellen. Okay, sehr gut. Und dafür muss... Habe ich was... Nee. Hä? Der bewegt sich ja gar nicht. Das ist ja eine absolute Maschine, der dreht sich nicht mal hin, der wirft es einfach über die Schulter. Das ist super. Okay, und jetzt, was ich mich frage, ja, ich kann auch in der Theorie das Papier einfach wegleiten, aber wo brauche ich Papier für? Was stelle ich überhaupt Papier her? Ein Blatt Papier geeignet für die Forschung. Ach, das brauche ich wahrscheinlich irgendwie viel später, wenn ich forschen kann oder sowas. Bauen wir erstmal eine Schule. Zack. Hä? Warte, ich forsche? Ich forsche in der Schule? Ich kann hier für die Holzverarbeitung forschen, für Mauerbau, für Landwirtschaft, für Grundlogistik. Aber dafür brauche ich Schreibzubehör. Also ich brauche da Papier. Warte. Kann ich die Schule noch verschieben? Ah ja, ich kann die verschieben.
Okay. Dann machen wir so. Ich platziere die Schule hier hin. Und dann mache ich so. Okay, anscheinend kann ich keine Sachen rausholen. Das wäre zu cool gewesen. Dann muss ich halt hier einen zweiten Menschen abstellen, der einfach Papier hier rein... Hier in die Schule... Nee, hä? Ach, ich muss erst noch ein Rezept auswählen. Ja, dann Grundlogistik würde ich erforschen. Das braucht zwar ein bisschen länger, aber es lohnt sich 100 pro. Ach, der Wagen ist natürlich ein Mensch. Auch wenn man keinen Menschen sieht, er verbraucht einen Menschen. Bedeutet, ich muss mehr Wohnhäuser platzieren. Hier, ich verbrauche dafür Räder und alles mögliche, aber dann kann ich hier mit dem Wagen hier Papier darüber bringen. Habe ich das richtig verstanden? Und dann muss der Arbeiter nichts mehr machen, oder? Ja, du bist frei! Oh, ich habe ihn befreit, Leute. Dafür wird er jetzt einfach Weizen in die Kornmühle bringen. Das ist deine neue Lebensbestimmung. Ach, wie er sich freut. Oh, ja, renn weiter, kleiner Mensch. Was verkaufe ich im Gemischtwarenladen? Verkaufe ich da vielleicht auch Papier? Kann das sein? Ich platziere den einfach mal hier drüben. Man kann den ja anscheinend jederzeit umplatzieren. Und dann kann ich hier gucken, was der verkauft. Bretter oder Papier? Das sind gerade die Sachen, die ich verkaufen könnte. Ja, verlockend. Oh, oder Holzräder. Oh Gott, hör auf, Holzräder herzustellen. Was zur Hölle? Wir haben 46 Holzräder. Was soll ich mit 46 rote Münzen. Und rote Münzen brauche ich 100 pro. Fürs nächste Upgrade. 50 rote Münzen. Und Stoff. Wo stelle ich Stoff her? Hier, vielleicht in der Werkstatt? Ja, Stoff. Dafür brauche ich entweder Baumwolle oder normale Wolle. Und wo ist Baumwolle? Hier hinten ist Baumwolle. Am anderen Ende der Welt, hä? Bedeutet, ich muss irgendwie so eine Ultra-Infrastruktur hier durch den Wald legen. Heißt, ich muss erstmal den Wald wegfällen. Was zur Hölle? Heißt, ich brauch einen Wagen. Dann Weg. Ein neues Wohnhaus, damit ich neue Angestellten herbekommen kann. Ein Sägewerk, in dem ich Bretter herstelle. Und ein fleißiger kleiner Mensch. Upsi, hier baust du ab, sorry. Okay, dann würde ich sagen, was ist für heute? Wir schauen noch einmal in die Schule. Beim nächsten Mal werden wir die Logistik erforscht haben. Beim nächsten Mal werden wir auch den Wald durchtrennt haben. Ich lasse den einfach ein bisschen arbeiten. Der wird das alles ganz allein. Obwohl, du kriegst noch einen Helfer, nachdem ich ein Haus platziert habe. So, ihr werdet zusammen diesen Wald, diese Bäume entfernen. Wisst ihr was? Zu dritt arbeitet es sich doch am besten. So, ihr schafft das, meine kleinen Arbeiter. Mäht diesen Streifen an Bäumen weg. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Ganzen. Es ist ein bisschen ein anderes Spiel als die anderen Aufbauspiele, weil man wirklich jede einzelne Einheit steuern kann. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!